So, hi Leute, na, willkommen beim neuen Podcast. Wir haben uns ein richtig gutes Feature überlegt für diese Folge. Wir haben hier so ein... Ja, ich bin wieder mal der, der den Gag nicht versteht. Und da gehen wir jetzt rein und podcasten. Also ich wünschte, ich hätte diesen Spaß, den er gerade hat. Es ist zu eng, scheinbar ist das lustig. Es ist einfach viel zu eng, Alter. Ich weine, sieht man das? Ich bin sehr traurig gerade. Ist das dann zu klein, wenn ich das zumache? Was nicht? Wir können es ja dann aufmachen. Hey Leute, ich versteck mich gerade selbst per Post, Alter. Oh, ja. Das ist so krank. Ich werde gerade irgendwo hingeschleppt, Alter. Wow. Alter, achte bitte darauf, dass hier ein Glas steht, okay? Fuck, Mann. Kommt einer rein in das Paket? Das ist nicht so gut. Die beste Idee. Scheiße. Die wir je hatten. Sieht jetzt aus wie ein alter Mann, ey. Was hab ich denn für eine Haut? Ich glaube, wir halten das ja nicht so lange. Genug, auf. Genug der Aufnahme. Hey, das ob du dich mal ordentlich hinsetzt? Ich sitz auch. Manspreading ist illegal. Illegal. Das hab ich irgendwie beschädigt. So. Oh, und damit herzlich willkommen zum allerneuesten. Und das Witzige, heute machen wir es nicht auf dem Sofa, sondern 2 Meter entfernt in Robins Zimmer in einem Karton. Das ist der ganze Gag. Mir ist jetzt schon übelst warm, Alter. Ja, und der Aufhänger ist halt, dass er die ganze Zeit lacht und ich den Witz nicht verstehe oder es halt irgendwie nicht lustig finde. Aber okay, mit den Themen. Robin war in Berlin und hat Hand of Blood kennengelernt. Den kenne ich schon übelst lange. Und dem Thema, ich habe das Wählen kennengelernt. Ah, hey, war es echt deine erste Wahl? Ich mach das. Nein, auf, meine vierte. Deine vierte Wahl? Ja. Oh, guck mal, wie jetzt gleich der Ton schlechter wird, ne? Ja. Aber wie es auch irgendwie gleich wärmer wird. Kälter. Was du meinst, ist kälter. Wieso? Warum? Oh, AfD. Ja, AfD finde ich super gut, ne? Ach nee, wir sind ja gar nicht bei Rant, sondern bei Wieso, Warum. Sie hat jetzt gesagt, oh, diese Drecksnazis. Gott, Alter. Aber wo wir schon mal im Wieso, Warum sind. Oh, diese Drecksnazis. Was? Wie sind wir denn jetzt? Ja, ich kann dazu sagen, zu dieser ganzen AfD-Sache, die Leute haben nichts gelernt aus Trump und Co. Ja, da gab es auch noch nichts zu lernen. Na doch. Was denn? Na, wie ist denn Trump an die Macht gekommen? Alle so ein bisschen so, haha, hihi, nicht ernst genommen. Genau genommen haben und die AfD aus Trump gelernt. Ja, na klar, aber die AfD-Gegner haben trotzdem nicht aus Trumps Erfolg gelernt. So. Die Gegner haben hochgradig verkackt, das kann man wohl sagen. Weil Trump wurde in den Medien gepusht ohne Ende und das unter anderem auch durch die ganzen Kritiker, wenn man das eher so ignoriert hätte, ne? Zum Basiswissen, wir haben beide die Berliner Runde inzwischen gesehen. Ja. Und auch da wurde das angesprochen. Die Medien sollen mal die Fresse halten. Ja, ist Licht ausgemacht. Lustig, jetzt ganz dunkel hier drin. Hey, komm, wir hören den Nosterer Podcast, um uns politische Meinung anzuhören. Hey, wir sind in einem Karton. So. Es ist jetzt auch gut. Ja, also Herodes hat mich auf einem albernen Fuß erwischt, weil ich war in Berlin. Nee, wir wollen ja gerade Bundestagswahl machen. Ach, Leute, ich bin ja völlig hier durch den Wind, ne? Oh mein Gott, 2 Themen, fuck. So viele. Da einen roten Faden zu behalten. So viele Themen hatten wir noch nie im Podcast. Okay. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Lord Abaddon mal kleinen Kindern geschrieben hat? Geschrieben? Da. So, also, Bundestagswahl. Wir in Thüringen sind, glaube ich, die Leute, die am zweitmeisten AfD gewählt haben. Nach Sachsen. Sie sind bei uns 27? Die zweitstärkste, in Sachsen die erststärkste. Wir sind die zweitkrassesten AfD-Wähler. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wir sprechen nicht nur intelligent, wir reden... Auch so. Fuck, wir wählen auch intelligent. Shit, Alter. Ja, also, um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich hatte die Idee mit der Kiste überhaupt, weil die Akustik in meinem Raum nicht so geil ist. Und wenn wir jetzt in diesem kleineren Raum sind... Zwei Themen.
jetzt in diesem kleineren Raum sind, dann haben wir eine gute Akustik. So nehme ich nämlich auch meine Ranzmusik auf, womit wir beim dritten Thema sind. Nur wir machen dann die Themenüberblick und dann gehen wir in die Tiefe. Genau, genau. Meine Ranzmusik nehme ich nämlich auf, indem ich mich mit meinem Handy unter eine Bettdecke lege oder setze und dann losmache. Gut. Ja, also singen im Stehen, kleiner Tipp. Ja, das hat Frau Kürmse damals auch schon mal gesagt. Frau Kürmse? Da kann man so richtig alles rausdrücken. Ihr hattet eine Frau Kürmse? Ja, hatten wir. War letzte Woche auf der letzten Kürmse im Umland, der letzten Rennbahn. Auf der warst du drauf. Bist du jetzt widerlich? Mach doch mal hier zu, das ist total schlechte Akustik. So hübsch ist dir nicht, dass man da drauf muss. Larve. Mhm. Naja, okay. Für das Thema. Okay, dann haben wir jetzt den Themenabriss gemacht. Wo fangen wir denn jetzt an? Also, wie du Ranzmusik aufnimmst. Kürmse, Butava und Berlin. Mhm. Gut, jetzt haben wir den Überblick. Chronologisch ist Ranzmusik, habe ich aber alles zugesagt. Also, nächstes Thema, Kürmse. War gut. Also, du, ich muss gerade pupern. Das ist jetzt... Das ist ungünstig. Ich rieche ja zum Glück nicht. Ich muss gerade so überlegen, ob das eine gute Idee ist. Na, wir können zur Not immer so ein... Nein, ich bin gut erzogen. So ein Wedel machen. Zwei Tage, Freitag, Samstag, Grundstück Kürmse, größte Kürmse. Der Welt. Zuerst Rockpirat, da war Robin, weil er so gern Rock hört. Das ist der Witz, weil... Witzig, weil Rockpirat macht nur Cover, wie halt Kürmse-Bands so sind. Mhm. Erzähl mal, Robin, wie war's? Also, ich bin nee, ja... Nee, erzähl's nicht. Doch, du darfst erzählen. Doch, ich muss ja hier mich brüsten mit meinen tollen Errungenschaften. Ich bin ja ein toller Held und gepaart damit, dass ich wenig Geld ausgeben möchte, mache ich immer die waghalsigsten Dinge. So auch zu Rockpiraten mich reinschleichen. Ich habe allerdings... Von hinten? Ja, ich habe nicht den Hauptweg gefunden. Er war von hinten auf Rockpirat drauf. Genau. Hm. Und ja, ich war Backstage quasi... ohne Frontstage gewesen zu sein. Also ich bin direkt Backstage gegangen. Wie bist du denn reingegangen? Ich bin einmal ums Zelt rum hinten rein. Das ist so, that's it. Applaus. Nee, es war ja irgendwie abgezäunt und so. Und draußen war noch so ein Wassergraben, wo man einfach drüber steigen konnte. Und dann über so ein Sportfeld, bla bla bla. Dann gehst du zu dem Zelt und dann warst du halt Backstage da, wo die Band ihre Instrumente hatte und ihr Catering-Scheiße. Also, da war aber nicht so viel. Und da waren zwei Eingänge, der eine war voller Securities, der andere war komplett leer. Da bin ich rein, wie gesagt, die ganzen Instrumente. Von da aus bin ich unter die Bühne gekrochen, habe da ein Foto gemacht. Dann war es mir aber zu dumm zu warten, bis da auf der anderen Seite keine Security ist, damit ich da reinkomme. Und dann bin ich wieder gegangen, nachdem ich mich da eine halbe Stunde ausgetobt habe. Ja, ich war vor der Bühne, habe ordnungsgemäß dafür bezahlt und habe erst die Nachrichten von Robin gekriegt, als er schon wieder weg war. Hm. Hab ich erst dann gesehen. Ja, hättest du reagiert, hätte ich vielleicht mehr Motivation gehabt, aber... Tut mir leid, ich wusste gar nicht, dass du kommst. Ja. Wir hatten das doch so... Wir hatten das ganz penibel durchgeplant. Zwischen den Zeilen. Nee, also da muss ich noch mal kurz einhaken, weil bis jetzt bin ich echt auf jedes Event geschlichen gekommen, wo ich es mir vorgenommen habe, das zu tun. Außer fucking laut und draußen. Woran lag's? Das weil ihr so viele wart. Richtig, wir waren so viele. Aber das war das beschissenste Event von allen. Aber ja, da wurde ich sogar vorher noch von der Polizei, als wir noch nicht so viele waren, gefilzt. Aber da kommt man, denke ich, mal relativ leicht raus. Ja, also wir waren quasi drin, das war einfach... Sich quasi nur mit dem Heli abseilen. Genau. Ja, also, das hat übrigens in mir die Lust geweckt, irgendwie, das wäre richtig geil, so eine Show, so eine Fernsehshow, kann ja auch nur eine Untersparte von der eigentlichen Sendung sein oder so, aber einfach mit der Senderrückendeckung quasi, dich auf Events einschleichen, weißt du, einfach... Zack, ich sag mit einer GoPro. Erst JKNK, dann TAF, dann eigene Sendung, was sagst du? Also... Das ist der Lauf der Dinge. Ja, du noch Kürmse? Samstag kam dann Extreme, die erste westdeutsche, die Band aus Westdeutschland, die zum ersten Mal im Osten gespielt hat. Und da haben wir, du kennst doch noch diesen blonden Dude, den wir auf dem Theaterplatz getroffen haben. Der war da, mit dem habe ich schön Spaß gehabt und allen drum und dran und Maggi und das war auch ganz toll. Das letzte Lied war Abenteuerland. So geht eine erfolgreiche Kürmse-Saison zu Ende. Oh, da kann ich direkt den Hebel ansetzen. Tu es. Wie heißt denn dieses bekannte Kürmeslied? 500 Miles wahrscheinlich heißt das. Jo. So. Ines nämlich, Gespräch geführt, die hat gesagt, DJ Ameise hat das als neues Lied und der spielt das viermal mindestens zurzeit. Tanzen die auch so dazu, wie man dazu tanzt? Beim ersten Mal funktioniert das, aber sie hat gesagt, mehr als einmal kriegst du die Crowd am Abend nicht dazu. Also zweimal noch ein paar und dann keinen mehr. Mhm, okay. Genau. Ja. Na gut, also ich finde das auch unsinnig, das mehr als einmal zu spielen. Das ist eher so eine... wie heißt das Ding in der Mitte?
Moshpit. Nee, ich dachte dann eher sowas wie eine gaußsche Normalverteilung, die Spitze davon. Die Spitze des Eisbergs. Genau. Spitzenkandidaten. Ich finde das Wort. Nicht jetzt irgendwann. Und da spielt man eigentlich in der Mitte. Nee, das macht die Akustik schlecht. Ich hab kurz mal der Klappe aufgemacht. Die Luft tut die Akustik schlecht. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Mhm. Und das ist Copyright geclaimed. Mhm. Aber zum Glück scheißen wir da drauf. Alter, das waren 9 Minuten. Wir sterben hier drin. Haben wir DJ Ameise schon introduced eigentlich im Podcast? Nein, machen wir das. Introducing DJ Ameise. DJ Ameise. Ich jetzt kann nichts koordinieren. Ja, aber das war doch jetzt ihm zu ehren. Ich sag die, du sagst Jay. Die. Okay, Robin, du bist ganz toll im Koordinieren. Witzig. Also DJ Ameise, Ansgar, geiler Typ, kennt er bestimmt, bester Freund von Wilson Gonzales Ochsenknecht. Erstmalig warst du dabei, als wir den ersten Mal getroffen haben. Ja, ne? War es das erste Mal? War das in dieser untergründischen Bar? Na, bei David. Na klar, wo wir zum ersten Mal gelernt haben, dass er so ist, wie er ist. Da, genau, ja. Da DJ. Wo wir uns zuerst niedergewünscht haben, und das war ja die dümmste Idee so im Nachhinein. DJ Behind hat noch angekündigt, heute machen wir mal richtig Party, weil die letzten Tage waren nicht so. Ich nehme euch mal in meinen Lieblingsclub oder einen meiner Lieblingsclubs so. Sind wir hingesteppt. Ich glaube, Ines war an dem Tag sogar auch da. Ines Anioli, für alle, die jetzt nicht wissen, von wem ich rede, die ganze Zeit. Ja, und da war der DJ Ameise. Könnten ja mal googeln, hat eine große Brille auf, meistens so ein Beanie auf dem Kopf. Und ja, ist ein sehr verpeilter Typ. Mhm. Und wenn er am DJ-Pult steht, kriegt er überhaupt nichts mehr mit. Sein Markenzeichen ist, dass er Lieder ganz oft wiederholt und aber auch immer nur so eine Minute ungefähr anspielt, bis zum ersten Refrain, und dann zack, kommt er später drauf zurück quasi. Also nicht zu verwechseln mit der Definition eines schlechten DJs. Das ist ähnlich, aber DJ Ameise ist toll. Der ist Kult, ja. Ja, beim Video, bei den Videodays, das hatten wir doch kurz erwähnt, oder? Hatten wir? Zumindest hatten wir seinen Namen genannt. Bei den Videodays haben wir ihn getroffen, wollten dann sagen, ja, dir, machen wir Party. Hat er sich nicht gemeldet, war wieder verpeilt. Dann auf der Videoday Aftershow. Er hat gesagt, wir machen. Achso, ja, erzähl weiter. Videoday Aftershow Party wollte er beiwohnen, wollte er angeblich auch auflegen, aber dann, als wir da waren, hieß es, nö, der ist heute Morgen schon abgereist, der muss auf eine Hochzeit. So, was verpeilt. Er 2 Tage vorher nicht ahnen konnte. Ja, so das Kaliber ist er auf jeden Fall. Kaliber 69. Lässt du gerade Luft rein, das macht die Akustik kaputt. Entschuldigung. Gut. Leute, hört mal ganz kurz hin, ob das ein Unterschied ist, wenn wir jetzt so reden. Oder wenn wir jetzt so reden. Raum. Raum. Und Zeitkontinuum. So ist besser. Ja. Ja, roter Faden. Berlin. Nee, gar nicht mal. Ich wollte noch ganz kurz den Hebel ansetzen, weil wir das letzte Mal angeteasert haben. Mit der zweiten Party von DJ Ameise. Da hat er nämlich aufgelegt. Das war Davids letzte Geburtstagsfeier, bei der wir beigewohnt haben. Wo der Motorradfahrer dann gestorben ist. Genau das. Das war toll. Da habe ich mit Michaela Schäfer getanzt. Genau, Michaela Schäfer war am Start. Diese ganzen Berlin-Tag- und Nacht-Z-Promis. Alle da, Evil Jared und wie sie alle heißen. Das war toll. Da hat auch DJ Ameise richtig performt. Und ja, auf dem Nachhauseweg. Da haben wir, glaube ich, zuerst zu dritt bei ihm getanzt und dann kamen die ganzen anderen. Ne? Richtig, wir haben den Dancefloor eröffnet. Das gleiche dann auf der Brücke. Richtig, ja, wir hatten die GoPro, das hat David auch mal irgendwie ein Video eingebaut. Da hatte einer so eine Box und da haben wir dann angefangen mit Dancen und auf einmal waren es dann irgendwie 30 Mann oder so, die da getanzt haben. Alle super fröhlich. 50 Meter weiter fährt sich so ein Motorradfahrer tot. Ja, kam damit wirklich, ohne Scheiß, wäre schon. Es war so ein richtiger Spielverderber. Annähernd 200 gewesen sein, wie er da die Brücke geheizt ist, übelst laut. Er wollte halt echt fetzen. Ich dachte, so ein Hurensohn, hoffentlich stirbt er jetzt. In dem Moment knallt er hin, rutscht 80 Meter, Motorrad noch 120 Meter und liegt. Und wir gucken hin, einfach so von Weitem, nicht jetzt irgendwie den Platz irgendwie versperrt. Waren schon Leute da, er drückt sich so nach oben, guckt sich so im und nächsten Tag in der Zeitung hieß es an inneren Blutung gestorben. Ja, ist schon hart. Wichtig ist natürlich jetzt zu distanzieren zwischen dem Menschen und der Figur Motorradfahrer. Wir beziehen uns auf die Figur Motorradfahrer. Es ist einfach nur, weil dieses Klischee von ich bin mit meinem Motorrad so cool und fetze. Ich weiß nicht. Das hat halt so, schon so ein bisschen, ne, diesen kleinen ironischen Beigeschmack und deswegen. Aber es war auf jeden Fall ziemlich schockierend und nicht so cool. Erwartungsgemäß. Und ja. Ist auf jeden Fall zum aktuellen Berlin-Ereignis. Ja, 3 Jahre später nämlich. Ich weiß gar nicht, ob wir da die letzten Geburtstage, da waren wir. Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Ja, es war gestern.
wie war es für dich denn? Sag doch mal. Ich habe für meine Prüfung gelernt. In Berlin? Nee. Nee, zu Hause. Ach so. Na, das ist aber... Ja, das war wirklich schade. Ich habe dich ja noch versucht zu überreden mit allen Künsten, die mir da zur Verfügung stehen. Weißt du, wer noch bei der Prüfung war? Jonas? Na, weißt du, wer noch da war? Ein Hurensohn. Kannst du mal das Glas festhalten? Mhm. Gut. Soll ich auch mal den Schwamsen in die... Ja, das muss jetzt... Das Glas steht gerade zwischen meinen Beinen. Mhm. Ich leuchte mit meinem Handy, das noch 3% Akku hat drauf. Hört ihr das, wie es plätschert? Ich wollte gerade irgendwas sagen, hab's vergessen. Können wir noch zurückspulen? Nee, machen wir nicht. Das ist jetzt verboten. Das ist verboten. Podcast-Regelungen auf iTunes. iTunes, okay. Ja, okay, also. Das hier vom aktuellen Berlin. Ja, also David hat uns eingeladen. Es war mehr so eine gediegene Runde in der Beste Bar. Kennt ihr vielleicht. Ist relativ neu eröffnet, wie Trailer Park Bar, von so einem Label quasi. Und ja, da ist dann halt ein Tischkicker und so nebenan so ein Ruheraum, wo dann Activity gespielt wurde und so. Also es war jetzt nicht Absturz mit DJ. DJ Ameise war zum Beispiel nicht zugegen. Ines war da, da war nicht aufgelegt. War aber gut drauf. Und ja, da waren sie alle vertreten. Ne? Fabian Siegesmund, ne? Und der eine mit der komischen Körperhaltung von Space Rocks, netter Typ auf jeden Fall. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Nicht, ich glaube, das war auch sein kleinere. Name. Das war auch sein Name. Ja, richtig, genau. Jetzt, wo du es sagst, klingeln die Glocken von Ines, die auch da war. Florian Balke, Flo, der Producer, endlich mal wieder gesehen. Alter, ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Hatte der auch die Dings mit dir, die er auf Instagram drauf hat? Die asiatische, ja, die war dabei. Die waren ja auch zusammen in Japan und so und sind zusammen, so wie ich das mitbekommen habe. Ziemlich kawaii, die beiden. Richtig kawaii, alle beiden, Flo vor allem. Hab ihm eine Pizza ausgegeben, auch wenn das nicht so geplant war. Er hat halt mir das Geld nicht gegeben, aber sei geschenkt. Wir haben ja damals bei ihm übernachtet. Alter, das war geil, das war richtig cool. Nicer Dude. Und ja, Hand of Blood und wie heißt er, Max, also hier Frodo. Ey, von all den Leuten habe ich Florian Balke am längsten nicht gesehen. Florian, wenn du das siehst, es wird mal wieder Zeit. Ich habe deine Nummer leider nicht mehr, weil ich ein neues Handy habe. Ja, ich habe das schon geklärt, dass wir uns jetzt mal öfter wieder mal sehen müssen. Das wäre schön. Wenn wir in Berlin sind und so. Ja, und keine Ahnung, wie die ganzen anderen sind. Also da waren noch so andere, aber die kenne ich halt einfach nicht. Diese ganzen Tinendo oder wie die heißen, weißt du, da bin ich echt nicht so drin. Und ja, das war ein spritziger Spaß. Da war auch eine PlayStation 1 aufgebaut mit Tekken 3. Ist auch cool, sowas braucht jede Bar. Oh, und dann haben wir Spiel und Spaß gemacht mit David. Und dann haben wir unser Handy mit einem Podcast rausgeholt und einfach mit irgendwelchen Chicas gechattet. Hallo, das ist die Grüße raus an den hier, die letzte Woche da war. Letzte Woche? Also vor 3 Tagen. Fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Es war nicht gestern. Echt nicht? Nee. Komisch. Nun gut, ist jetzt auch gar nicht so weiter spektakulär. Der Dion war auch dabei. Ist jetzt nicht irgendwie was eskaliert oder irgendein Motorradfahrer gestorben oder sowas. Ergo, ohne mich war es wieder mal langweilig. Ja, genau dies. Fun Fact, Kalle hat sich richtig in den Arsch gebissen, weil, jetzt kommt's, diese Bar wurde an David und Max, also Hand of Blood, vermietet. Und zwar haben die das gemacht einen Tag bevor Alligator angerufen hat in die eben jener Bar und wollte da seinen Geburtstag feiern, der irgendwie gestern war oder vorgestern. Und deswegen war Alligator nicht da, weil er quasi zu langsam war. Der war dann wiederum in der Trailerpark. Aber hätte Alligator dort gefeiert, wäre Kalle doch nicht eingeladen gewesen, oder? Richtig. Also scheiße. Aber so hatte er trotzdem dieses Gefühl von, oh, ganz knapp verpasst und so. Und dann wollte er eigentlich nochmal in den Trailerpark bauen. Also es gab 2 Möglichkeiten. In beiden sieht er Alligator nicht. Wieso beißt er sich in den Arsch? Naja, ist doch egal. Also. Es geht doch ums Prinzip. Mhm. Einfach mal sich aufs Prinzip in den Arsch gebissen. Ja. Okay. Nee, also da ist er ja, er ist ja jetzt auch nicht so fankultmäßig unterwegs. Das stimmt wirklich. Ich sag nur. Hätte also sich natürlich von uns allen bin ich eher am ehesten so ein Fanboy, der bei berühmten Personen trotzdem nervös wird. Bei wem bist du da am meisten so? Fällt mir gerade per se nicht ein. Per se mega. Aber wenn ich weiß, dass gleich irgendwie was Berühmtes passiert, dann werde ich schon so richtig aufgeregt. Es passiert gleich was Berühmtes. Ja, Fun Fact. Ja, nämlich, passt mal auf. Bei Kai Pflaume war ich übelst nervös. Okay, das meinst du. Den habe ich auch übelst vorsichtig angesprochen. Als Herodes mitbekommen hat, dass vermeintlicher Etienne von der Gamescom Geronimo Röder ist. Das wusste ich nicht. Oh, ich saß hier. Ey, der war das. Ne, oh, wie geil. So 3 Wochen später. Ja, ist echt gut.
Nein, und, da war das und ich hab den verarscht, es tut mir so leid. Ja. Und hättest du es gewusst, wärst du ja voll nervös gewesen, oder wie? Allerdings. Hart. Ja gut, das ist... Hätte ich auch anders reagiert, glaube ich. Da hätte ich es nicht so geil hingekriegt, glaube ich. Aber gut, dass ich es nicht wusste. Ja, wer überleg mal jetzt so per se Megaperls, wer jetzt irgendwie... Also, wer, wo du jetzt echt so am meisten gehypt wärst. Der kommt dich mal besuchen, hast Ausschreiben gewonnen. Überlege ich mir mal. Da habe ich jetzt echt nicht so, ich weiß nicht, so Jackie Chan oder so, was halt... Also Stefan Raab? Wäre ich auch nicht so, mit dem würde ich halt gerne rumflaxen. Weil, aber weil mit dem so. Wäre ich halt übelst unsicher, was heißt hinten, also privat ist der gar nicht mal so kontaktoffen. Ach so. Witzig sicherlich schon. Kurz Penis im Mund gehabt. Entschuldigung, muss ich gerade mal ausrüsten. Oh, da kam die Eichel. Ich denke mal, wenn du Stefan Rauch auf der Straße triffst, ich glaube, der will auch keine Fotos machen. Ich habe es irgendwie mal gelesen, vielleicht liege ich auch falsch, aber der Gedanke ist halt da, da würde ich richtig nervös sein, weil ich denke, oh, wenn der mich abweist, ne, da wäre ich traurig. Hm. Naja. Ja, andererseits, wer dich nicht abgewiesen hat, ist David. Der hat, ja, wie ich dir schon gesagt habe, gemeint, wenn wir nochmal kommen, dann, wenn wir ohne dich kommen, brauchen wir erst gar nicht antreten. Ich habe ihn tatsächlich auf Facebook geschrieben und habe ihm geschrieben, warum ich nicht kommen kann und da kam noch nichts zurück bisher. Ja. Also vielleicht hat er einfach nur auf seine Tastatur geweint und sein Computer ist durchgebrannt. Das wird es gewesen sein. Hm. Ja? Stimmt. Ich muss noch mal kurz überlegen. Ich habe die GoPro von Kalle kaputt gemacht. Wie das? Ja, ich hatte die im Mund. Weil das hat jetzt beim PUBG-Film immer gut funktioniert. Bei dir. Du hast sie zerbissen. Nee, sie ist runtergefallen und genau auf die Linse. Sie funktioniert noch einwandfrei, aber die Linse ist klipperklar. Das also funktioniert es nicht mal einwandfrei. Kann man so sehen, wenn man eine negative Weltanschauung hat. Ja. Man kann die Linse ja einzeln austauschen. Der Mensch ist kerngesund, der ist halt tot. Aber würde er noch leben, ginge es ihm gut. Mhm. Denn er liegt. Im Liegen ist jeder glücklich. Liegt gerne. Ja. Ich würde jetzt gerne liegen, irgendwo wo Luft ist. Und wo nicht irgendwie 1000% Luftfeuchtigkeit sind und 40 Grad. Meinst du diese Kiste hier? Ich meine alles andere als diese Kiste. Ich verstehe diese Seitenhiebe nicht. So, genau. Also wenn wir in Berlin durch sind, ich meine, das war jetzt auch so ein bisschen Cliffhanger. Wir haben jetzt am Anfang ein bisschen Bundestagswahl gestreuselt und dann irgendwie 20 Minuten völligen Humbug quasi gequackert. Ja, aber das ist doch das Kanal, nicht Kanal, doch Kanalkonzept auch, aber das Formatkonzept. Das war auch flüssig. War absolut flüssig. Was? Jetzt hast du gleich mal das Gleiche gesagt, das ist super. Flüssig. Also, bist du jetzt durch mit deinem hässlichen Berlin und kann ich jetzt eine Nachricht schreiben? Nein, du schreibst überhaupt keine Nachricht. Das kannst du in 40 Minuten oder so. 40 Jahren. Hm. 8 Röden hat das was. Da baut diese Kiste nur ein. Nee, die hat nicht mal ein. Naja, gut, eine Decke und ja, keinen Boden. Ja, also es war nur so ein 24-Stunden-Ausflug. Dion war ganz toll. Hm, fertig. Gut. Ja. Franz und Maggie sind halt mit Hand of Lot dann wahrscheinlich nächstes Wochenende beim Eskimo Callboy Konzert. Franz hat sich nicht so getraut, mit Max zu reden. Und ich habe dann gesagt, ey, bist du da? So, und dann, yo, schreibt auf die Liste und so. Und wie es jetzt aussieht, können die dann halt mit der Band da irgendwie so Backstage Sex haben oder so. Ja, das ist ja wirklich freudig. Ja, genau. Haben die mit allen Bands Kontakt oder nur mit dieser? Nur mit dieser. Das ist die kennen sich. Ich wünsche mir ein Meet and Greet mit Gestört, aber geil. Okay, warte, mach ich dir klar. Ich glaube, da wäre ich auch so zu 25% nervös. Aber das sind noch welche von uns. Die machen auch immer Cook-Videos. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz raus, hol mal Kevin Banksy rein, warte. Lass den Scheiß, der ist nicht lustig. Rummeln. Nee, das sind klar welche von uns, aber das sind so, weiß ich nicht, das ist so geil. Wenn man Menschen sieht, die man nur so von der Bühne das kennt. Das ist so geil und ein bisschen gestört auch, ne? Ja. Also, Bundestagswahl oder was? Hatten wir jetzt letztens. Hatten wir jetzt hier in Deutschland. Also, Robin, ne? Oh, nee, bist du mit der Aufstellung zufrieden? Ganz kurz, weil ich habe das jetzt schon dreimal gehabt und habe Angst, das wieder zu vergessen. Hast du das schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wer es war, der meinte, auf die Nacht der langen Gesichter folgt die Nacht der langen Messer. War jetzt auf Facebook wieder geteilt. Robin Schweiger hat es auf Twitter geteilt. Nee. Fand ich gut. Aber auch so ein AfD-Kollege und der meinte, nächstes Jahr ist Landtagswahl in Bayern. Mhm. Und da wird die AfD durch die Decke gehen. Genauso wie du jetzt mit deiner Hand, um die Akustik schlechter zu machen, du Assi. Ich will nur kurz lüften. Ja, nach der langen Messer ist dir ein Begriff? Nee. Nicht? Nee. Politiker tot machen? Echt? Drittes Reich?
Nee, sag mir nichts. Ist halt interessant, dass er diese Formulierung verwendet. Aber egal. Das nur, bevor ich es vergesse. Hat das wieder ein AfDler gesagt, oder? Ja, genau. Mann. Wir haben ja auch jetzt Best auf Bernd Höcke Intus. Deswegen lege ich jetzt hier mal so eine Fahne hin. So eine Hakenkreuzfahne lege ich jetzt hier mal hier so hin. Erfurt ist schön. Erfurt ist schön deutsch. Was fällt dir beim Wort Heimat ein? Heimat ist was Schönes. Ist was es zu bewahren gibt. Bundestagswahl. Ich sag mal, man kann nicht sagen, die AfD ist wie die Nazis, denn die Nazis haben sich ihre Sprüche noch selbst ausgedacht. Und die nehmen die Sprüche von den Nazis. Den hast du dir aber zurechtgelegt hier für dieses Podcast-Event. Nee, das habe ich mir gerade eben tatsächlich ausgedacht. Du bist gut. Och, süß. Komm mal her. Solltest einen YouTube-Kanal haben. Wann kommt das Herodes Armloch Ranz Musikalbum? Das kommt um den roten Faden in zu den bewahren. Nächsten 2 Wochen. Echt? Auf jeden Fall nicht, denn da habe ich keine Lust, das zu machen. Wie die darauf folgenden Wochen. Passt mal auf, Leute. Jetzt mal, ne? Die Interaktion in den Kommentaren unter den Podcast-Videos ist nicht so hoch. So, ich bitte euch jetzt mal, die Kommentarfunktion. Die gucken doch eh nicht bis hierher. Die Kommentarfunktion zu nutzen. Der Herodes hat auf seinem AdSense-Konto 40 Euro. 40 Euro. Vielleicht sind es auch 50, ist nicht ganz klar. Ja, beides habe ich da irgendwo stehen. So, genau. Auch. Weil Google ist gut. Und dann war so die Idee, hey, mach doch mal einen Song. Hey, ich mache jetzt weiter YouTube und Songs, weil ich brauche noch 20 Euro, bis ich mir die auszahlen lassen kann. Weil ab 70 Euro darf man sich das dann auszahlen lassen bei AdSense. Findet ihr das witzig? Ist den Gag wert, oder? Weil, weißt du, was passieren wird? Ich habe 69 Euro, ja. Landet da aus Versehen super Hit. Ja, und dann bin ich wieder bei 40. Toll. Hä? Wieso? Lass mir die 70 dann auszahlen. Ach so, weißt das du? Meinst du? Ja, das wäre natürlich richtig. Das war furchtbar. Bundestagswahl. Wow. Also wie bist du mit der Aufstellung einverstanden, die wir jetzt haben? Aufstellung? Also der Ausgang einfach. Jens Lehmann war mir noch, besser im Tor gefallen. Wir sind noch an einer, zeitlich sind wir noch an einer Stelle, wo noch unklar ist, ob es die Koalition geben wird. Richtig. Für den Fall, dass es jetzt in 3 Tagen rauskommt und meine Wunschkoalition Rot-Blau, also Links und AfD. Muss ich kurz überlegen, ja. Es ist, wäre schön, ja, aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Ja, das wäre eine Minderheitenregierung. Wäre witzig auf jeden Fall. Robin, wie bist du denn mit der Aufstellung zufrieden? Was heißt denn zufrieden? Sagst also, du, scheiße, die Nazis, oh, und ich sag natürlich, die FDP ist wieder drin, schlimm, oder was? Die Großen haben verloren, schlimm, und die, was sagst du denn? Also, ich bin ja jetzt kein CDU-Fan, aber ich bin noch ein bisschen weniger AfD-Fan. Ich bin mit der Aufstellung jetzt nicht zufrieden. Also, ich habe das so nicht gewählt, sag ich mal. Redest du über deine Wahl? Weiß ich nicht, redest du über deine Wahl? Nein. Gut, dann sehe ich das auch nicht ein. Okay. Aber ich weiß nicht, wenn ich mal davon ausgehe, dass die kleinen Parteien zu wählen eigentlich nicht so viel Sinn hat, wenn man irgendwie da was erreichen will. Die ganz kleinen. Die ganz kleinen, ja. Richtig. Dann bleibt gar nicht so viel Option übrig, so wie ich das sehe. Ja, 4 Stück. So. Aber nochmal ganz von vorne, weil du hast gefragt, Nazis und so. Mhm. Sage ich ja jetzt nicht, das sind alles Nazis, bla. Und ich mache ja nicht hier die Nazi-Keule und den Trump-Hammer und sowas. Aber gut finde ich das jetzt nicht. Aber hat man auch schon am Anfang angeteasert, wie das dazu gekommen ist. So dieses, das ist natürlich auch dessen geschuldet, dass immer hieß, ja, ihr seid doch alle Nazis. Und diese Leute, die dann sagen, nee, ich bin kein Nazi, ich will das jetzt als Protest, weil dieses ganze Political Correct und so, das hat da alles mit reingespielt. Aber natürlich auch zu großen Teilen solche Leute wie in Freital, die sagen, Amigo Home, ihr seid zu blöde. Und Marokko! Die kommen ja aus Marokko und Tunesien, wenn wir Deutsche in Urlaub hinfahren. Versagt ihm so geil die Stimme, ich liebe das. Ja, Freital, guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also für mich ist es einfach Comedy. Aber also das Schlimmste, was man in Zeiten wie diesen machen kann, ist pauschalisieren. Es gibt die dummen AfD-Wähler. Ich würde nicht sagen, was viele sagen, dass AfD-Wähler de facto Arschlöcher oder dumm sind. Es gibt ja auch innerhalb der Partei unterschiedliche Menschen. Ob man jetzt ein Gauland mit irgendwie Frauke Petri 1:1 vergleichen kann oder... Kann man jetzt erst recht nicht mehr. Das finde ich ganz großes Kino. Das stimmt, ja. Ist direkt
kurz 12 Stunden oder so nach der Wahl. Alter, schon wie ich Action. Das gefeiert habe. Ja. Das ist ja unfassbar. Also ich muss auch ehrlich sagen, führ deinen Gedanken mit der Aufstellung zu Ende. Ich habe da nämlich auch einen Gedanken zu. Nee, sag nur. Also sei aber erst zu Ende. Ja, ich hatte mir auf dem Weg nach Berlin spaßenshalber mal die Dingsverteilung angeguckt und ich glaube in Hamburg oder so fand ich es echt interessant. Hamburg hat, glaube ich, am allerwenigsten AfD gewählt. Und was ich auch hart finde, hier in Thüringen ist ja deine Wunschsache. Ne? Hier ist, glaube ich, Linke ganz groß und AfD ganz groß, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in irgendeinem Bundesland, ich weiß nicht, ob es in Hamburg war, sah es echt gut aus, zu meiner Zufriedenheit. So. Ohne okay. Da. Guck ich mal, wie Hamburg gewählt hat und da will ich, wie du gewählt hast. Ich weiß es nicht genau, ob es Hamburg war. Ja, was ist denn dein Gedanke? Also, wir haben die Fakten CDU verliert. SPD in der Opposition. Opposition? Linke, Grüne ein bisschen stärker, was weiß ich. FDP drin, AfD drin. Sag mal, schwitzt du eigentlich? Ja. Ich find's super warm. Und das Potenzial einer, oder die einzige Möglichkeit jetzt noch ist, also zunächst, ich bin Martin Schulz-Fan. Zunächst, mein Name ist Martin. Heute, du hast es aufgedeckt. Das schreibe ich in den Titel. Herr Rundes heißt eigentlich Martin. Skandal. Und Robins kleiner Bruder heißt Merkel. Bist dumm. Also als Martin-Fan muss ich ehrlich sagen... Der Vergleich hinkt, weil Martin ist der Vorname und Merkel... Natürlich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich einen geilen Vergleich bin. Ich würde gerne meinen Gedanken jetzt beginnen. Mach das. Ich als Martin-Schulz-Fan, es tut mir richtig leid für ihn, dass er dieses Ergebnis eingefahren hat, aber man muss ehrlich sagen, wäre er nicht gewesen, hätten sie ein deutlich schlechteres eingefahren. Wir hätten vielleicht eine andere zweitstärkste Partei gehabt. Anderes Thema. Also er hat wirklich saubere Arbeit geleistet im Wahlkampf. Anders kann man das nicht sagen. Er geht in die Opposition. Geil, wir haben keine GroKo. CDU abgenommen, muss jetzt eine Vierer-Koalition binden, potenziell mit FDP und Grüne, was schon mal Fetzereien überhaupt gibt. Dann haben wir die SPD gegen die Schwarzen so ein bisschen, überhaupt gegen die Regierung und die AfD drin. Und als ich das gesagt habe, also, das wird richtig geil. Wir hatten noch nie so einen geilen Bundestag, denn die werden sich richtig fetzen. Daily Soap dann. Richtig. Und ich glaube, ich habe auch in die Gruppe geschrieben von meinen Studieleuten, der Markt, der von der Bundestagswahl in Deutschland am meisten profitiert, ist die Popcorn-Industrie. Denn und es hat sich sofort bewahrheitet. Stunden später macht Frauke diesen Move, Alter. Und ich dachte so, Alter, jetzt geht's los. Die nächsten 4 Jahre werden richtig interessant, wenn das so klappt. Ich muss da noch mal ganz kurz reingrätschen. Da kommst du in den Podcast und zweitverwertest deine Gags. Teils, ja. Hm. Na klar, Zeit verwerten. Hm. Gut. Ja, Frauke. Das mit dem Karton machen wir nicht nochmal. Okay. Übrigens sei dazu gesagt, dass Margareta an allem schuld ist, weil die ja unbedingt Assassin's Creed Black Flag spielen muss, während wir hier nicht auf dem Sofa einen Podcast gleichzeitig aufnehmen können, während sie hier Piratenmusik laufen hat. Richtig, wie sie einfach mal auch den Trend verpennt hat, ne? Wie lange ist das denn jetzt draußen? Ist die dumm? Das ist Vulva. Das zwischen ihren Beinen auch. Deshalb habe ich das so gesagt. Ah. Also, ich bin nicht derjenige, der sagt, oh mein Gott, wir haben 13% Rechte im Bundestag, das ist ganz doll schlimm. Ich bin eher der sagt, die Menschen haben zu 13% die gewählt. Also gibt es diese Tendenz im Volk und sie wird repräsentiert. Wie gesagt, da... Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es alles Nazis sind. Ja, das weiß ich nicht. Also, ist da jemand... Und ich finde, dass es leider auch Aussagen gibt, die... sehr interpretiert werden von wegen, och, ihr seid ja doch Nazis. Obwohl, zum Beispiel fand ich das mit dem Jagen überhaupt nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das ja, was hat er nicht noch was gesagt? Wir werden uns unser Volk und unser Land zurückholen. Ja, ich glaube, das war eher das, was dafür gesorgt hat, dass das so eine Konnotation bekommen hat. Aber es ist nicht so, dass irgendwie jemals es nicht so gewesen wäre, dass man jetzt sagen kann, jetzt holt er hier raus nach der Wahl. Er hat weiter so verfahren, wie er vorher verfahren ist. Relativ radikal, relativ harten Wortes und halt genau das repräsentiert, wofür ihn das Volk gewählt hat. Ich weiß nicht, was in dieser Aussage so schlimm sein soll. Ja, also ich finde natürlich, es ist alles, was sie sagen, ist beziehungsweise das meiste, wofür sie halt was an die große Glocke gehangen wird, ist sehr hart gesagt und sehr politisch inkorrekt. Ich bin ein großer Freund von Political Incorrectness. Es ist ja auch eine populistische Partei, genau wie Trump Populist ist und genau das genutzt hat. Deswegen meinte ich ja eingehend,
dass die Leute da nicht so ganz draus gelernt haben. Ich sag auch nicht, dass Populismus, also ich sag auch, dass Populismus de facto nicht schlecht ist. Ja, sagt ja auch keiner. Ich meine nur, dass das... Es wird immer so ein bisschen ins Dunkel Licht gegangen. Es lebt ja davon, dass ja. es so ein bisschen kontrovers ist. Aber ja, du sagst, die gegen die AfD sind, die haben es nicht gelernt. Das ist richtig. Weil sie genau... Und in Debatten wird die meiste Zeit über AfD geredet. Gerade das ist... In Runden. Und da zum Beispiel sehe ich eine Parallele zu Nazis oder auch zu anderen Peer-Groups. Leute, die irgendwie sich in so eine Nazi-Szene flüchten, weil die keine Freunde haben oder weil sie irgendwie andere Probleme haben, gehen da ja hin, weil da auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl ist. Und wenn dann irgendwie ein großer YouTuber zum Beispiel sagt oder irgendjemand aufruft, wählt die gar nicht, das sind ganz schlechte und so, dann bestärkt das nur die in ihrem Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt, die eh schon tendenziell da sind. Das existiert, ja. Und andererseits natürlich, wenn jeder so einen Aufruf macht, wählt die nicht, dann beschäftigen sich die Leute erstmal mit der Partei so. Exakt. Und die kriegen die Bühne. So. Exakt. Das meine ich auch mit Trump, weil das war da eigentlich genauso. Ja, das würde ich genauso als vollständig unterschreiben. Schön. Du hattest noch so ein Schlüsselerlebnis mit Quink. Willst du da kurz irgendwie... Ach so, den habe ich kurz auf dem Videodays gesehen. Mhm. Und habe überlegt, ob ich hingehe und war zu weit weg, habe ich es gelassen. War den Weg nicht wert. Ja, ich habe ihn halt in einem Kommentar für das aktuelle Video gelobt, aber gesagt, dass ich seine Meinung in der Regel nicht so geil finde. Und dafür hat er sich bedankt. Ja, schön. Also es war mehr beleidigend als loben. Dennoch hat er sich dafür bedankt und gesagt, okay, lobe ich mir. Also das war das Erlebnis. So, was meinst du? Ja, das meinte ich schon, ja. Okay. Also ich finde Quink ganz in Ordnung, muss ich sagen. Der ist ja natürlich sehr, ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Aber an sich, weißt du, der ist ja kein Dummer, sag ich mal. Ja, er denkt nach, aber zu was für Schlüssen er kommt, das finde ich teilweise. Ja, gut. Ich würde nicht sagen, dass er weniger nachdenkt als ich. Jamaika, dein Ding, oder? Also ich, als der gerne sieht, wie sich's fetzt, ja, voll mein Ding. Ja, gut. Also, das wird spaßig. Das wird spaßig. Also jemand, wenn ich jetzt ganz korrekt wäre und sagen würde, oh mein Gott, Entscheidungen müssen getroffen werden und bla und ganz ernst, das sind die ganz furchtbar, denn wie Schulz schon gesagt hat, es wird eine Lähmung stattfinden. Ja, aber nee, die Berliner Runde war spaßig. Ja, Alter. Hast du, aber ich muss sagen, sowas hätte mal vorher passieren müssen, ne? Also auch in dieser... Dieses Merkel-Schulz-Ding war halt so, ja, komm. Ja, wir mögen uns so, ne? Da war eigentlich schon, ich dachte da schon, als dieses TV-Duell war, dachte ich schon, GroKo confirmed. Aber es war tatsächlich, er hat sich dann, ich glaube, es war ein bisschen aus Trotz, hat er sich dann... Ja, dass er dann so richtig schießt, ne? Also zum einen aus Trotz, zum anderen, um die stärkste Oppositionspartei zu werden und dass es nicht die AfD wird. Aber im TV-Duell hat man wirklich gesehen, dass er gerade noch richtig emotional geladen war über sein Wahlkampfergebnis. Und das darf eigentlich nicht sein. Und das fand ich auch ein bisschen, das fast schon unangenehm. Ja, aber ich fand es trotzdem entertainend. Das kann man nicht leugnen. Und das darf ja auch nicht auf der Strecke bleiben, ne? Wenn die Amis schon ihren Trump haben, wollen die auch ein bisschen Spaß. Ja, gut. Aber ich würde mir für Schulz wünschen, dass es da, wo er gerade, oder... Dass es überhaupt noch ein bisschen durchhält und noch ein bisschen sein Gesicht zu sehen bleibt. So, und die Merkeline ist noch gut dabei. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, von all dem, was da abging, juckt die mich am wenigsten. Auch wenn die mächtigste Person irgendwie jetzt ist. Ja, es geht ja nicht um Jucken, aber weißt du, vielleicht... Also langsam wird es ja auch mal langweilig so. Ja. Ich meine, die ist schon irgendwo professionell und so, aber ne, langsam... Also wer Merkel wählt, wählt eigentlich nur, es ist okay, wie es gerade ist. Und da finde ich es eigentlich ganz solide, dass es, wie viel hat es jetzt, knapp 30? Nee. Doch, ich 33, glaube ich. Ja, dann ist das doch eigentlich ein... Also ist das, allein, dass es weniger geworden ist, finde ich schon... Wie gesagt, ich bin kein Fan, aber ich sage halt auch nicht, dass es uns schlecht geht. Und auch, also AfD-Wähler, die wirklich irgendwie aus Fremdenfeindlichkeit oder sowas AfD gewählt haben, da würde ich gerne mal wirklich wissen, wen von diesen Leuten es schlechter geht als jetzt vor 2 Jahren zum Beispiel. Ja, das ist wirklich sehr berechtigt. Die sehen vielleicht mal irgendwo, also hier in Weimar zum Beispiel eigentlich gar nicht. Es sind eher Einzelerlebnisse, die dann sagen, ach Gott, es wäre besser ohne Flüchtlinge. Ja, aber also finanziell oder so, dass sie wirklich Nachteile haben,
Kann ich mir nicht vorstellen bei den meisten. Ja. Also uns geht's quasi so gut, dass die dafür gesorgt oder die dafür sorgen, dass es so bleibt, nicht mehr gewählt haben, weil es kleine Dinge, die schlecht sind, gibt, wodurch die gewählt haben, die es eventuell sogar schlechter machen. Puh, aber das weiß man nicht, weil die AfD hat ja noch gar nicht gewirkt, bundesweit. Das finde ich bleibt auf jeden Fall nochmal spannend. Wir sind wieder so ernst unterwegs. Das sagst du jedes Mal, wenn ich gerade mich darüber freue, wie ernst es gerade ist. Wir haben einfach verschiedene Ansprüche. Mhm. Du kannst auch noch ernst weitermachen und dann vielleicht nochmal so die letzten Minuten so einen kleinen Schwenk zu einer lustigen Sache, einen kleinen Erholocaust für unsere Nerven. Ja, soll ich ihn dir jetzt groß massieren, oder? Ja, massieren mir einmal groß, dann kann ich ihn in deinen Anus hineinlegen. Okay. Das ist gut. Mhm. Dann Kumpel erzählt. Ja, mein Kumpel, ne? Der hat hier mit einer geschlafen, die hat gerade ein Kind gekriegt, ne? Alter, da kannst du den reinlegen. Und seitdem ist es so einer der Gags. Weißt du, was für mich jetzt ist? Es taumeln sich ja Gerüchte um Robins Körper. Hm. Und da sage ich immer, nachdem Robin drin war, kannst du ihn auch reinlegen. Ach so. Es taumeln sich Gerüchte um meinen Körper, Alter. Was hatte ich mal gesagt über deine Zwischenlove? Du hast gesagt, du hast sie irgendwie, du hast die Welt gezeigt. Da habe ich gesagt, du hast sie so gedehnt, da wird kein Freund mehr drin glücklich. Oh Gott. Ich habe ihren Horizont erweitert oder irgendwas. Ja, stimmt, du hast sie so erweitert, dass da keiner mehr drin glücklich wird. Sowas nämlich. Oh Gott. Ich wollte ganz kurz sagen, wir haben hier gerade gelacht und ich hatte dieses Bild im Auge. Diese Kiste von außen, wie die so ein bisschen wackelt und so Gelächter rauskommt. So kleine Striche, damit wir so weggehen mit Sternchen. Ja, genau das. Schön, dann haben wir doch jetzt unseren Erholocaust. Wir können aber auch noch über Politik reden. Wie viele Minuten haben wir gerade? Wir sind bei 40, glaube ich, oder so. Ja, ich bin so gut. Holy Schnauli, da müssen wir ja noch ein bisschen... Na, willst du Politik, oder? Ich würde erstmal... Wir sind doch an sich auch Improvisationstalente. Wir haben noch nicht gerandet. Willst du ranten? Reg dich gerade was richtig auf. Ja, die Luft hier drin. Okay. Gerade so eine Schwebung. Ja, eine Schwebung? Ja, das nennt man, wenn die Frequenzen so nacheinander legen, dass es so klingt, als würden zwischen uns nochmal irgendwas hin und her wobbeln. Ach so. Geht nur mit zwei Ohren, wird aber mein Handy vielleicht nicht hören. Also für mich war es der braune Ton und gleichzeitig erregend. Das rieche ich gerade, das ist hier der braune Ton bei dir war. Steif geworden gleichzeitig. Ja, großmassiert. Ja, und jetzt, komm, reg dich mal richtig über die Luft auf. Ey, die ist so schlecht, ne? Ich raste aus. So, zurück zu den... Nee, weißt du was auch? Guck mal, weißt du, an schlechter Luft auch das Ding ist? Meine Lunge dann. So, weißt du, da kommt dann nicht mehr genug Sauerstoff. Weißt du, wenn du so machst und mich mit deinem Morgenatmen, dann wird die Luft auch nicht besser. Ganz ehrlich, morgens Aronal, abends Elmex. Ja, kleiner Funfact, ich habe vergessen, meine Zahnbürste mit zu Dion zu nehmen. Aber ist okay, ich habe ein bisschen gegurgelt mit Pasta. Mhm, mit Pasta. Pasta. Nudelpasta. Ist mir noch nicht. Warte mal, warum heißt es denn Zahnpasta? Weil das total dumm ist. Ich glaube, wir sind einer heißen Sache auf der Spur. Ich glaube aber auch. Ey, das Italiener wieder, ne? Pasta überall ihren Scheiß rein. Pasta hat doch nichts mit Zahnpasta zu tun. Pasté würde viel mehr pasteln. Pastete? Gott, Alter. Pastete. Pastete. Zahnpastete. Aber ist Pastete nicht auch sowas Cremiges? Übrigens, Pastete Machete bringt den nächsten einen Song raus. Er hat mir geschrieben. Ja, mir auch. Er hat mich gefragt, ob ich das schon von dir weiß. Ja, nee. Jetzt weiß ich es von dir, nachdem ich es von ihm weiß. Ich muss ehrlich sagen, er ist ein geiler Typ, aber er ist ein bisschen aus den Augen, aus den Sinn manchmal bei mir. Das heißt, wenn ich mich mit ihm treffe, freue ich mich immer mega, aber so schreiben, ich bin allgemein nicht so ein guter Schreiber. Wenn er das jetzt hört, ne? Das Ding ist, du musst Ich habe das so formuliert, dass er weiß, dass ich ihn mag. Ja. Auch aus dem Auge, aus dem Sinn, nur nicht ganz. Sondern eigentlich gar nicht. Ist ein gewisser Namensgeber von einem Running Gag. Ich möchte das an dieser Stelle mal ansprechen. Weil ich glaube, dass das für den Zuschauer einfach viel witziger ist. Achso, jetzt habe ich es ja. Genau. Weil für mich ergibt sich da, es ist halt sehr selten so, dass wir da lachen. Aber es ist trotzdem sehr witzig, finde ich.
Also, wir hatten mal Besuch in Weimar. Der hat sein Handy im Podcast rausgenommen und mit irgendwelchen Schickers geschrieben. Hallo, ich gucke mir hier gerade lustige Programmiererwitze an. Ja, kannst du das vielleicht in 15 Minuten machen? Mann, aber der Podcast ist so langweilig. Also, wir hatten Besuch. Willst du dazu was sagen? Wir hatten wirklich Besuch. Wann? 2013? Ich glaube, das war einer der ersten Leute, die wir so getroffen haben, so random. Also der hat uns erkannt und dann kam er später nochmal. Mhm. Keine Namen genannt, auf jeden Fall witziger Typ so. Allerdings ist es im Nachhinein aufgefallen, in einem Video, was wir zusammen mit ihm gemacht haben, da sitzt er da und erzählt immer wieder... Welche Folge war das von der Videoreihe? 7 oder so. 7? Okay. Keine Ahnung, relativ früh. Ja, also wenn dann irgendwelche Themen besprochen wurden, hat er dann immer so einzelne Wörter eingeworfen, die dann nicht wirklich ein Wortspiel waren. Also zum Beispiel, es ging gerade um ein Dinner und dann wirft er ein Dinner for one. Richtig. Ohne Kontext, kein Punkt. Also. No Kontext. Unsere internationalen Freunde nochmal an dieser Stelle hervorgehoben. Das ist auch ein Running Gag. Ja, aber das hat nichts mit ihm zu tun. Es gibt wirklich genug Leute, die einfach ohne Grund, for no reason quasi, einen deutschen Satz nochmal auf Englisch übersetzen. Mhm. Gibt's. Translate a sentence. Englisch. Und wenn das Menschen machen, oh, wie groß die Welt plötzlich ist. Defibrillator. Dann da. Was? Defibrillator? Ich weiß es nicht. Dann sage ich in der Regel diesen Satz. Von wegen, ach, das war jetzt nochmal für unsere internationalen Freunde. Ja. Damit die es auch verstehen. Danke. Das war gerade redundant, das hätte auch so jeder. Rede und Antwort stehen. Redundant? Redundant. Ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden. Kannst du das bitte weiterreden? Danke, Amadeus. Also, ja, wenn ihr also in Zukunft mitkriegt, dass wir über irgendetwas reden und dann plötzlich so ein Wort oder eine Phrase eingeworfen wird, die überhaupt nichts damit zu tun hat, aber irgendwo den Wortstamm gemeinsam hat. Stammbaum. Genau das. Dann wisst ihr, der Apfel fällt nicht weit von eben jenem. Und ja, deswegen sagen wir dann manchmal Danke, Amadeus. So als kleine Hommage an den geilen Typen, der damals diesen Trend, Feedback 7. diesen Trend geprägt hat. Grüße hiermit an dich. Phantom Zero. Komm, Herr Rodes mal wieder besuchen, der wartet auf dich. Na, gut. Das war ja auch das Beste. Das war ja nicht nur das. Ich hatte vielleicht zum allerersten Mal in meinem ganzen scheiß Leben, da war ich 19, Mädchenbesuch. Oh, das wusste ich gar nicht. Doch, das wusstest du. Und da gab es die Möglichkeit, man könnte ja mal alleine sein. Und wer wurde denn von Anna irgendwie weggeschickt und steht bläkend vor meinem Haus? Und wir waren dann den ganzen Abend zu dritt. Hä? Ohne Spaß, ich wusste nicht, dass das... Also, ich dachte, glaube ich, das war mit Jendrik. Jendrik? Dass du mit Jendrik irgendwie bei dir warst und er kam. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, die sich hier auftritt. Dann kennst du jetzt die neue Dimension. Ja, wow. Ja, und dazu kam auch noch, dass wir so eine Party gemacht haben in der Kirche. Leute, macht mal eine Party in der Kirche. Nein. Muss jeder mal gemacht haben. Die war übrigens sehr geil. Und Aufbau so, alles vorbereiten. Bevor wir das jetzt machen, möchte ich nochmal klarstellen, er hört das vielleicht. Es ist nicht so, dass wir irgendwie grundsätzlich Hass haben. Jetzt kommen gerade nur die ganzen schlechten Geschichten. Ja, also du hast jetzt das Wort Hass hier überhaupt reingebracht. Also darum geht es überhaupt nicht. Es ist einfach nur... Hass hat keiner gesagt. Niemand hat die Absicht, einen Hass zu bauen. Hustler. Danke, Matthias. Gott, oh Gott. Ja, also geiler Typ. Wie streckt man einen Podcast, um nur auf den Punkt zu kommen? Geiler Typ. Wenn du das hörst, wir haben dich lieb. Es geht doch nur darum, dass das witzig ist. So. Dass das so typisch. Wir waren ja alle mal jung. Richtig. Ja, und wir haben die Party aufgebaut, Elektronik, Kabel verlegt, Boxen aufgebaut, dies, das. Geht bitte nicht auf den Altar. Geht bitte nicht auf den Altar, da ist die ganze Elektronik und 2-3 Rucksäcke von uns halt. Das war's so. Und Kollege Amadeus geht natürlich auf den Altar und ruppt das Kabel raus und der Ton funktioniert nicht mehr. Party ist about to geh los für unsere internationalen Freunde. Nee, das sagt man nur, wenn man ein Deutsches übersetzt. Jetzt hast du gerade einfach Englisch benutzt. Das ist was anderes. Okay. So, und die Technik funktioniert nicht. Erstmal Panik gekriegt. Also es ging dann im Endeffekt, deswegen ist auch nicht weiter schlimm. At the end of the day. War das nicht sogar derselbe Tag? War das nicht? Oder also dieselbe Event? Selben paar Tage? Ja. Gut.
Ja, das war übrigens meine Abschlussfeier für mich und Abschlussfeier für Maggie. Ich bin 2 Wochen weg gewesen in Japan und Maggie 1 Jahr in Australien. Ist ungefähr gleichwertig von der Qualität. Und das war eine gute Party. Wie hast du die, haben wir das, du hast doch mal gesagt hier, die Promi-Party war richtig erste Sahne. Mhm. Aber die war besser, schlechter oder? Subjektiv besser. Gut. Waren halt keine Promis da, dafür eigentlich nur geile Leute, die wir fast alle kannten so. Mhm. Und es war halt eine Kirche, ist was Besonderes, es lief unsere Musik. Das Event war ein ganz kleines bisschen zu groß und es gab zu viele Raucher, das war so das Einzige. Raucher machen Partys kaputt, weil die dann immer rausgehen und dann ist nicht so viel los. Und da gab es noch einen geilen Ringkampf. Ja, weil ich ja nach Japan bin und Sumo-Ring da ganz groß ist, haben wir so ein Turnier veranstaltet. Und sowas muss es auf Partys geben. Gut. Also ich habe das noch so exakt vor Augen, diese ganze Drecksparty. Ja, war ja auch geil. Vor allem war es am Anfang relativ leer, aber das ist ja eigentlich immer auf Partys so ab 11 oder so. Kam da nochmal so ein Schwall an Leute, die wir gar nicht eingeladen hatten oder die ich auch nicht kannte. Und auf einmal war da richtig Rambazamba. Ja. Da haben die dann auch, keine Ahnung, beim Nachbarn in den Hof geschissen oder irgendwas war, dass der Typ den dann den Pfarrer auch beleidigt. Genau. Hey, sie gläubiger Mensch. Ich weiß nicht, was da war. Da war auf jeden Fall dann am nächsten Tag dicke Luft. Es war exakt am selben Abend dicke Luft, nur da warst du drin. Die habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe das am nächsten Morgen. Ach, und der beste Charakter auf dieser Party war eigentlich Heinrich. Wollte ich gerade sagen. Erinnerst du dich? Da ist noch was zu Bruch gegangen. Nee. Heinrich war erst im Klo, kam ewig nicht raus. Nee, Heinrich war den ganzen Abend auf dem Klo. Naja, ja. Der hat diese Party auf dem Klo verbracht, weil er müde war. Schade. Ja, aber er hat auf jeden Fall diese Vase noch kaputt gemacht. Es war aber nicht weiter schlimm. Das weiß ich nicht mehr. Vaseline. Danke, Amadeus. Gut, die letzten 10 Minuten, willst du nochmal Politik oder was beschäftigt dich gerade? Politik sind wir, glaube ich, durch. Ja? Gut, was beschäftigt dich gerade? Jetzt gerade im Moment? Ja. Herzlich. Sag nicht die dicke Luft in dieser Kiste. Ach, jetzt? So. Im Allgemeinen gerade wenig. Ich habe heute Morgen die Prüfung abgelegt, das ist die schwerste gewesen in den ganzen ersten 6 Semestern. Kann ich guten Gewissens sagen, die war echt schwer. Ich habe mich richtig gut vorbereitet und die war trotzdem schwer. Es gibt teilweise 4 Versuche und die maximale Anzahl der Versuche ist 3, was mich auch ein bisschen verwirrt stimmt. Wie geht das in der Rechnung auf? Ihr macht doch hier so mit Mathe und so. Ich bin da auch mir völlig im Unklaren, wie das geht. Also ist auch egal, ich hoffe, ich schaffe es beim ersten Mal. Aber hast ein gutes Gefühl. Die habe ich jetzt fertig und jetzt habe ich eigentlich die nächsten 2 Wochen, bis das Semester wieder losgeht, nicht viel zum Lernen und nicht viel zum zu schaffen. Also es ist gerade irgendwie ein bisschen... Machen, was ich will, mäßig. Da muss ich jetzt gucken. Ne? Ihr wisst, was das heißt, Leute. Ein Album kommt raus demnächst. Thüringer Dörflichkeiten, Schönheiten und Ländlichkeiten oder so. Robin, ich muss dir was gestehen. Ich habe die ganze Zeit so getan, als hätte ich einen Plan. Ich habe gar keinen Plan. Mist. Also, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt damit. Habe ich nicht, oder? Nee. Gut. Aber Pia glaubt mir das, glaube ich, immer noch. Ja, Pia hat übrigens kein Auto mehr. Das wollten wir im Frühling machen. Ja. Ja, es ist Herbst. Das ist ein Running Gag jetzt, ne? Was? Naja, dass wir das machen. Na, dann machen wir das. Das machen wir wirklich. Ich habe völlig geile Ideen. Ich platze vor Ideen. Ey, Leute, ich habe solche Ideen. Ich habe so viele Ideen. Ja, und mein Kopf, der läuft einfach über vor Ideen. Und nur es wird nicht, was richtig Großes. Er hat viele Ideen, nur nicht bezogen auf das Format Thüringer Dörflichkeiten und so weiter. Dass ich gerade... Abi-Dabi parodiere, ist dir das aufgefallen? Wie über den Hof läuft mit der Kamera, ich habe so viele Ideen. Ach, du meinst, Abi-Dabi bist du, Max? Lordi Abi-Dabi, ja, genau, Max. Hatten wir nicht da was Lustiges das letzte Mal? Lord Schlaberschlong oder so? Das ist nicht lustig. doch, ist lustig. Ist klar, Schlaberschlong ist lustig. Ja. Gut. Weißt du, wie wir das machen? Leute, schreibt mal eure Ideen in die Kommentare für Thüringer Dörflichkeiten, Thüringer Umland, Thüringer Klöße. Macht das mal. Klöße hat da bis jetzt keine Verwendung gefunden. Also, das ist mir neu. Land. Gauland. Genau. Danke, Amadeus. Warte mal, der heißt schon Gauland. Ja. Der Mensch kann ja gar nicht gut sein. Aber er ist Professor oder Doktor, eins von beiden. Aber wer schon Gau im Namen hat, das spitzt sich ja immer weiter zu. Irgendwann ist er der Super-Gauland, ja.
Naja, ein GAU ist ja schon größter anzunehmender Unfall. Mhm. Kann man aus Weidel irgendwas machen? Gaudi. Weidel. Weidel. Vielleicht ist es ein Anagramm, vielleicht sind die ganzen AfD-Politiker. Ich habe übrigens rausgefunden, dass. Wer ist der AfD-Spitzenfuzzi? Christian Lindner. Das ist ein Cyborg. Der AfD? Was zur Hölle? FDP-Spitzentypsi. Ja. Christian das ist ein Cyborg. Christian Lindner ist ein Cyborg. Deshalb ist er auf die Digitalisierung sogar. Ich habe nämlich rausgefunden. Mhm. Das ist eine Artificial Intelligence, die sich einen Körper gesucht hat. Die ist aus dem Labor ausgebrochen und will die Digitalisierung voranbringen, um sich daran zu nähren. Und woran machst du das fest? Das ist dein. Ist halt so. Hast du beobachtet jetzt? Ja. Schlüsse gezogen? Okay. Ja, ist wirklich so. Oh, sind wir jetzt doch wieder bei der Politik? Ich hatte gerade eben noch so viele Gags geladen. Ne? Nee, es ist kein Gag, es ist eine Politik, wenn ich sage, der ist ein Cyborg. Stimmt, es ist ein politisches Statement. Ich habe gerade eine Politik gemacht. Können wir bitte aus dieser scheiß Kiste raus? Fünf Minuten halten wir es noch aus. Oh, dann machen wir Fotos von uns. Wie ich bin halt komplett nass und... That's what she said. Ich dusche halt. Duschschaum. Ich bin nass wie Duschbeck. Meine Pussy nass. Ist eine Mail, die hat ein Kumpel gekriegt aus der Fachschaft. Da stehst du unter der Dusche in der Kiste. Ne? Wir haben so ein geiles Computerservice-Zentrum, ne? Und das hat den geilsten Spamfilter der Welt. Und da kriegt er immer so geile Nachrichten mit meine Pussy nass und kommt zu mir und meine PU Dollar Dollar Y will S Hashtag X. Schwanz. Mm. Zungenkuss. Zungenschlag. Zungenschlag. Genau, also mein politisches Statement ist, Christian Lindner ist ein Cyborg. Was ist denn sein Endziel? Ich sag auch, die Singularität wird erreicht 2030 oder so. Was war das nochmal? Der Punkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz überholt. 30, okay, das wird der Moment sein, in dem wir potenziell gefickt sind. Mhm. Da kann kein Dritter Weltkrieg mitziehen, aber das ist nun wirklich ein anderes Thema. Ich glaube, das habe ich irgendwo mal gehört. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade ausgedacht. Weil das ist ja diese philosophische Frage, die ich gestellt habe. Sobald Computer raffen, dass der Mensch das Einzige ist, was es ausschalten kann und sie den Drang haben, nicht ausgeschaltet zu werden, werden sie uns töten. Gibt es ein Problem dann, ja. Und wenn sie intelligenter sind, werden sie uns töten. Und zwar restlos. Oder sie sind so intelligenter, dass sie sagen, wir haben eine Idee, die Menschen noch nicht haben, weil wir sind intelligenter und die sind voll sinnvoll und wir bringen uns lieber selbst um. Ja, das würde ich aber jetzt nicht sagen. Also wir sind jetzt zum Beispiel auch intelligenter als Hunde und bringen die jetzt ehrlich um. Weil Hunde nicht das Potenzial haben, uns umzubringen. Na, sie könnten schon. Also wenn alle Hunde sich geschlossen aufmachen würden, um die Menschen tot zu beißen. Wir sind intelligent genug, um zu wissen, dass sie das nicht können. Computer sind intelligent genug, um zu wissen, dass wir Menschen das könnten. Du musst aber auch immer an allem das Negative sehen, ne? Es ist völlig rational. Ich wollte gerade ein bisschen Holocaust an Hunden machen und du ziehst nicht mit. Gibt's nicht. Hundekaust. Aber die Computer müssen uns allein davon abhalten, uns zu organisieren, wenn sie darin was Gutes sehen würden, dass wir überhaupt leben. Wenn nicht, dann würden sie uns töten. Der Punkt ist, dann werden wir gefangen. Auf welcher Seite der Macht steht dann Christian Lindner? Computer. Scheiße. Ich sag doch, der ist ein ausgebrochener AI. Also der ist, glaube ich, schon... Ich glaube, 2030, das hat Christian Lindner in die Welt gesetzt, damit wir keinen Verdacht schöpfen. Er ist ein Cyborg. Und man sieht, du meinst, das ist jetzt quasi schon... Wir haben die FDP wieder im... Das waren stimmt, die Leute, die mal von Westerwelle gefühlt werden. Da muss irgendwie was schiefgelaufen sein. Ja. Und stimmt, die AfD ist auch nur eine Farce, damit die FDP nicht so auffällt. Farce, Farz, PC, Commodore 64, merkst du was? 11. September, 9/11, 11 Leute waren es, Christian Lindner. Stimmt. Nice. Ihr habt es zuerst gehört. Wir brauchen noch... Wann macht eigentlich Lord Abaddon endlich Werbung für die Tekis? Mann! Das kann nicht mehr lange dauern. Ich dachte, ich lag richtig. Er ist gerade noch in der Channel-Aufbauphase, weißt du? Sein Livestream wurde 300 Mal geklickt. Der ist jetzt gerade richtig... Nee, Livestream, wo er an einer Stelle wirklich so guckt, als wäre er übelst totunglücklich. Weil er hat immer auf einem Ohr unseren Podcast. Und da war er gerade an der Stelle, als wir über ihn geredet haben. Deswegen kam ihm ein Tränchen. So, wir haben jetzt noch gut 2 Minuten. Wir müssen eigentlich noch einen geilen Wortspiel-Gag für den Titel dieses Podcasts finden. Ja. Ja? Buta war die Fische. Buta war... Bundestagswahl. Ja, ich verstehe schon. Okay, Fischer, aber der ist nicht mehr so Thema, leider. Da hätten wir also mindestens ein Wortspiel, aber 2 wäre schon besser. Buta war bei die Fischer. Welcher Fischer meinst du? Joschka. Ja, den gibt's doch nicht mehr. Ja, eben. Ich hatte Fischers Crew. Wer ist denn das? Ja, Fischers war der fette Nazi. Ah. Ihr habt es zuerst gehört.
Phishing-Angriff. Danke, Amadeus. Was machst denn du? Wieso zu trinken? Gut. Also, ich hoffe, dieses Tohuwabohu an Themensalat hat euch eine großartige Folge. Es waren exakt zwei. Hey, 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 sagt man das nicht? Ranzmusik als Thema zählt völlig. Danke für das positive Feedback darauf übrigens. Hat mich tolli gefreut dafür, dass wirklich die Qualität ranzig ist. Genau wie bei diesem Podcast ist doch der Zuspruch immer sehr hoch. Schön. Jetzt stinkt das hier nach deinem Trinken. Das ist Kiba. Ich wollte gerade eben hier noch so ein bisschen Schweißgeruch haben, bitte. Gut. Wir gehen jetzt raus und machen ein Selfie, würde ich sagen. Nee, bleib drin und mach ein Selfie. Stimmt, wir haben ja Licht. Jetzt guckt er ganz skeptisch. Gut, die letzte Minute kriegen wir auch noch rum. Das war kein Furz, das sind hier so diese Lederstühle, die gerade sich langsam mit Schweiß füllen. Perlen, Ron Perlmann. Machst du gerade Selfie? Ich mache noch kein Selfie, ich habe hier noch die Tonaufnahme. Warum kuschelst du dann, dass es echt warm? Alter, dein Pimmel guckt raus. Das gefällt, ja. Und? Gefällt dir das? Ja. Dann könntest du mich dehnen. Ich will meine Tunnel von 12 auf 15 erweitern. Könntest du da mal... Martin dehnen. Da muss er lachen. Ja. Danke, Amadeus. Mr. Peinlich. Kennt ihr Mr. Peinlich? Schreibt das mal in die komischen Tare. Schreibt mal das in die Kommischweine rein. Schweine rein. Also, bleibt dran. Nächste Folge des Erholocaust-Podcasts. Ihr würdet euch wünschen, es geht weiter, aber nein, es kommt nur noch Grütze. Deshalb machen wir jetzt gleich Schluss. Richtig, die Musik wird lauter und das nächste Mal beantworten wir dann, ob Niki lauter. Das nächste Mal beantworten wir dann, ob Herodes Autofellatio machen würde. Und wann wenn kommt mein ist. Album und noch irgendwas zum Klappen? Ja! Also alles zum Thema ist Christ Christbaum. Lord Abaddon kommt auch.